Wie ein Phönix über Asphalt gleitet der Audi Sport Quattro S1 über das Testgelände in Neustadt. Am Steuer der Meister persönlich, Walter Röhr. Es ist der letzte Belastungstest vor der Rückkehr an den Pikes Peak in wenigen Wochen. Auch 25 Jahre nach seinem legendären Sieg beim Hill Climb wirkt der 65-Jährige drahtig und fit. Äußerlichkeiten sind aber zweitrangig, auf die inneren Werte kommt es an. Sowohl beim Langen als auch beim S1. Die Frage ist natürlich, wer ist mehr gealtert, ob das Auto, also man hat ja immer selber das Gefühl, dass man nicht älter wird. Also ich meine immer noch, ich bin der gleiche wie vor 40 Jahren, ganz speziell, wenn ich im Auto sitze. Und da sieht man im Auto natürlich schon, dass es gealtert ist. Wenn man die Tür aufmacht, die Scharniere anschaut, das ist einfach 25 Jahre alt. Aber wenn Sie die Möglichkeit hätten, meine Scharniere anzuschauen, dann würden Sie auch merken, dass ich ganz schön gealtert bin. Der ehemalige Audi-Motorsportchef Dieter Basche ist ebenfalls bis heute von der sperrigen Schönheit des S1 und dessen für damalige Verhältnisse genialem Aerodynamikkonzept angetan. Im Gespräch mit seinem alten Kumpel Walter Röhr ist es, als wäre das Rad der Zeit um 25 Jahre zurückgedreht worden. Wir sehen uns ja auch nicht so oft. Wir haben uns die letzten 10 Jahre zweimal gesehen oder was weiß ich was. Ne? Und wir haben viel miteinander angestellt. Er hat das immer aushalten müssen, was ich im Auto betrieben habe, wenn er neben mir gesessen ist bei den Testfahrten. Das war schon toll, ne? War eine tolle Zeit. Das ist ein Drittel von meinem Leben. Das ist jetzt vorbeigegangen seit der Zeit. Na, tolle Sache. Und das Auto geht, wie man sieht. Im 4,6 Kilometer langen Oval geht Walter Röhr bis an die Grenzen des knapp 600 PS starken Audi Sport Quattro S1. Am Wochenende des 7. und 8. Juli geht es zur Neuauflage zurück an den legendären Pikes Peak.